Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Donnerstag, den 11. April 2024, während des 8. SAO-Kongresses in Luzern, habe ich das Vergnügen, eine Sitzung zum Thema Kontroversen intraokularer Entzündungen, Wetterleuchten am Horizont zu moderieren. Als erstes wird Dr. Jeremy Howell aus Luzern sich mit den Fortschritten befassen, die die Diagnose- und Behandlungslandschaft der Uveitis repräsentieren. Zunächst wird er die Diagnostik erläutern, das Leitmotiv, das unser Verständnis leitet. Professor Picky von der Cleveland Clinic Abu Dhabi wird dann erklären, wie die bildgebenden Verfahren unsere diagnostischen Fähigkeiten in den letzten Jahren verändert haben und wie wir bei den bildgebenden Uveitis-Verfahren zwischen hell und dunkel unterscheiden können. Frau Dr. Hogwood aus Lausanne wird uns anschließend helfen, die Grenzen der Pharmakologie zu erforschen. Systemische Behandlungen, die sich an der evidenzbasierten Medizin orientieren, leiten eine neue Ära im Umgang mit Uveitis ein. Die Weiterentwicklung der Therapien ermöglicht es uns, die Ursachen genauer zu bekämpfen und die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten zu verbessern. Professor Mark de Smet wird die Sitzung abschließen mit einem Vortrag über Precision Medicine, die es uns erlaubt, die Geheimnisse der Uveitis effektiver als bisher zu entschlüsseln. Chirurgische Eingriffe und technologische Innovationen führen uns in eine Zukunft, in der wir klarere Wege zur Wiederherstellung des Sehvermögens und der Lebensqualität bei Patientinnen und Patienten mit intraokularen Entzündungen sehen können. Die in dieser Session präsentierten Fortschritte sind nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sie ermöglichen bessere Zeiten für unsere Patienten. Gemeinsam machen wir uns in einem interdisziplinären Team diese neuen Möglichkeiten innovativ zunutze. Ich lade Sie herzlich ein, an dieser informativen Sitzung teilzunehmen. Lassen Sie uns ein Licht auf die Uveitis werfen und eine hellere Zukunft einläuten. Sie sind alle eingeladen am 8. Kongress der SAOO vom 10. bis 12. April 2024 in Luzern im KKL teilzunehmen. Ich hoffe, Sie alle bald in Luzern zu treffen.